Hi meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ja, ihr seht mich jetzt noch ganz schnell vor der Kamera und gleich bin ich wieder hinter der Kamera, weil es heute den ersten Teil von meiner Anime-Regaltour gibt, den ihr euch so lange gewünscht habt, wenn man das Regal nennen kann, weil es ist eher ein Schrank, den ich gerade für euch umgeräumt habe, weil da totales Chaos drinne war. Ich habe da jetzt einfach mal alle Sachen von KSM reingeschmissen, weil wir mit KSM einfach anfangen. Es wird noch einen zweiten und einen dritten Teil geben. Und in Teil 2 werden wahrscheinlich dann die Sachen von Kase kommen. In Teil 3 dann der ganze Rest. Und ja, ich probiere einfach ein bisschen was zu allem zu sagen. Natürlich nicht so viel, dass es sonst wie lange wird, hoffe ich auf jeden Fall. Und dann können wir auch schon gleich anfangen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's! So, dann können wir auch hier schon mit dem ersten Regalbrett anfangen. Mit meinem Naruto-Brett, das aber noch nicht vollständig ist. Unten im letzten Regalbrett steht noch der Rest. Aber wir fangen erstmal an mit der TV-Serie. Wenn ihr die Boxen vielleicht kennt, dann fällt euch auf, dass hier keine einzige Naruto-Box steht, sondern nur Naruto-Shippuden-Boxen. Und dass auch die nicht vollständig sind. Also es geht hier wirklich los mit Staffel 2. Und geht dann hier weiter mit Staffel 3. Und Staffel 11. Dann habe ich mir irgendwann nochmal Staffel 12 Box 2 geholt. Und ab hier ging dann, ich glaube, eigentlich die Kanalzeit los. Das sieht man auch, weil ich einfach hier alles vollständig habe bis Staffel 17. Und ich glaube, meine liebste Box ist hier einfach wirklich die hier, Staffel 15 Box 2. Vom Design her mit Itachi, Sasuke und Kabuto. Ja, ich glaube, zu Naruto muss ich nichts sagen. Ich glaube, jeder kennt Naruto. Ja, ist mein Lieblingsanime. Wird es auch immer bleiben. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Daneben haben wir hier auch noch etwas von der Serie. Und zwar Naruto Shikara in der Black White Edition. Finde ich ganz cool. Ist zum Aufschieben und hier drunter ist es dann schwarz. Also das Design finde ich wirklich richtig cool. Und ja, dann geht es hier weiter mit den Filmen. Und zwar ist ja mal vor Jahren, ich weiß gar nicht wo, vor wie vielen Jahren, mal der erste Naruto-Film rausgekommen. Mit dem ersten OVA. Das hat Universum Film veröffentlicht. Ich glaube, die Edition steht auch schon seit 10 Jahren in meinem Schrank. Ja. Also falls ihr den Krach hört, das ist gerade meine Katze. Und dann hat ja KSM angefangen, die Filme zu veröffentlichen. Und dann habe ich mir einfach nochmal den ersten geholt im Mediabook, damit es einfach einheitlich ist. Ja. Und dann geht es hier halt weiter mit Film 2 und Film 3. Ich muss sagen, Film 2 hat mir eigentlich nicht wirklich gefallen. Film 3 fand ich dagegen richtig gut. Und ja, dann geht es hier los mit Naruto Shippuden. Dann Naruto Shippuden Bonds. Und die anderen Filme stehen unten im letzten Regalbrett. Und dann haben wir hier das zweite Regalbrett mit der Yu-Gi-Oh! TV-Serie. Ja, wie ihr seht, fehlt mir Box 3. Obwohl das sogar die Box ist, die mir vom Design her am besten gefällt. Was ich schade finde, ist, dass überall nur Yugi drauf ist und der normale Yugi, also nicht der Pharao, ist sogar nur auf einer Box drauf. Das müsste Box 7 sein. Nein. Dann war es Box 8, genau. Ich finde trotzdem die Gestaltung eigentlich einigermaßen schön. Klar hätte ich mir mal ein anderes Design gewünscht, also mal eine andere Figur drauf, aber vielleicht mussten sie es so machen, ich weiß es nicht. Ja, wann ich Box 3 nachkaufe, keine Ahnung. Aber ich muss auch sagen, zum Beispiel, dass ich hier dieses Türkis richtig, richtig liebe. Zu Yu-Gi-Oh! Brauche ich, glaube ich, auch nichts sagen. Yu-Gi-Oh! Kennt eigentlich jeder, wahrscheinlich auch viele Erwachsene. Ich habe früher auch Yu-Gi-Oh! Gespielt, teilweise immer noch. Ja, ist halt eine alte Serie.
die auch damals auf RTL 2 lief. Und daneben haben wir hier noch, was frisch eingezogen ist, das Future Pack von Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions. Ja, der Film hat mir leider überhaupt gar nicht gefallen. Wenn ich den irgendwie bewerten müsste, dann würde ich ihm 2 Sterne geben. Also diese ganze neue Duelltechnik, die Kaiba da irgendwie entworfen hat, hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Und ja, ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt, wann der Film endlich vorbei ist. Aber ich habe ihn mir trotzdem geholt für die Sammlung, vor allem weil das Future Pack echt schön aussieht. Ihr findet das Unboxing ja auch auf dem Kanal. Gut, ihr werdet eigentlich fast alles hier auf dem Kanal finden, was ich euch jetzt hier zeige. Aber ja, ich finde es einfach schön gemacht und ja, ich werde ihn mir irgendwann nochmal anschauen. Und ja, dann das nächste Regalbrett, ihr habt es vielleicht schon ein bisschen gesehen, ist auch ein bisschen was mit Yu-Gi-Oh! Und zwar haben wir hier die Yu-Gi-Oh! GX-Boxen, Staffel 1 bis 3. KSM bemüht sich ja noch um Staffel 4, aber ja, wie gesagt, dann wahrscheinlich nur mit Untertitel, was ich sehr schade finde. Was ich auch ein bisschen blöd finde, ist, dass die Rücken immer gelb und rot abwechselnd sind. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll, aber an sich, ja, ist es so wie bei Yu-Gi-Oh! Gestaltet, also, dass meistens nur Jaden mit seinen Monstern drauf ist. Ausnahme waren, glaube ich, Box 2 und Box 6 mal. Das ist jetzt hier ein bisschen dunkel, aber ja, ich probiere es mal ein bisschen heller zu kriegen. So, jetzt ist es vielleicht heller. Ich glaube, mein Lieblingsmotiv war von Box 5. Ich muss auch sagen, ich habe noch alle deutsche Folgen noch nicht geschaut. Ich habe, glaube bei Box 5 irgendwo aufgehört oder bei Box 6. Ich glaube, es war sogar Box 6 dann. Und ich muss es irgendwann noch fertig schauen. Werde ich auch irgendwie machen. Irgendwann machen. Die anderen normalen Yu-Gi-Oh! Filme, ich weiß, dass es da noch welche gibt, die habe ich aber nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viele es insgesamt gibt. Ich habe früher mal irgendeinen geschaut. Ja, vielleicht werden die nochmal neu veröffentlicht oder so. Ich warte einfach nochmal ab. So, daneben haben wir hier den Schuber von Akatsuki no Yona, Prinzessin der Morgendämmerung. Ein Anime, den ich wirklich nur empfehlen kann. Ich liebe diesen Anime. Hat leider nur eine Staffel und ist damit nicht wirklich abgeschlossen. Aber ich finde den Schuber auch richtig schön gemacht. Auch die Farben. Hier habe ich Volume 1 und 2 drin. Volume 3 muss ich mir jetzt nachkaufen auf der Animagic, wenn ich das Geld habe. Volume 4 kommt, glaube ich, im September raus. Und ja, die Mangas kommen ja auch gerade bei Tokyopop raus und ich bin echt froh, wenn der Manga dann den Anime überholt, damit ich weiß, wie es weitergeht. Ja, es gibt Lacher, es gibt Action, es gibt Kämpfe, also ich glaube, es ist wirklich was für jeden Anime-Fan eigentlich. Und deswegen, schaut rein, oder nicht? Ja. Daneben haben wir dann noch den Schuber von Samurai Warriors, auch eine mega coole Serie. Ich finde es schade, dass der Schuber so dünn ist, also man sieht es hier vielleicht. Er ist echt dünn, aber dieses Gezeichnete, also das Cover und auch hier das Rückenmotiv sind gezeichnet. Ist echt cool. Ich habe es vollständig, alle beiden Volumes und das Sanada Special. Ich fand den Anime, wie gesagt, wirklich gut, nur das Ende nicht, weil, ja, die Seite, für die ich war, hat verloren. Und das war dann nicht so cool, aber an sich ist die Serie echt cool und lohnenswert. Kann man sich auch mal anschauen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Regalbrett von meinem KSM-Schrank. Und es geht hier los mit den 3 Digimon-Schubern. Erste Staffel von Digimon Adventure. Habe ich vollständig. Ja, ich glaube, zu Digimon muss ich auch nichts groß sagen. Wird auch jeder kennen. Dann die 2. Staffel von Digimon Adventure. Habe ich noch nicht vollständig. Aber habe ich ja auch schon auf dem Kanal gesagt, wieso, weshalb, warum. Ich habe es auch noch nicht wirklich geschaut. Ich glaube, ich habe die ersten 8 Folgen geschaut. Weil als Kind damals, als Digimon kam, war es bei mir irgendwie so, dass ich erst ab der 4. Staffel geschaut habe und nur die 4. und die 5. mitbekommen habe.
Und aktuell kommt ja Digimon Tamers raus. Habe ich bisher auch nur das erste Volume. Volume 2 muss ich mir auch noch nachkaufen. Volume 3 kommt ja dann auch jetzt demnächst raus. 2 und 3 ziemlich glänzend, 1 ziemlich matt, ja. Klar bin ich ein riesen Digimon-Fan. Bald zieht hier auch noch das Future Pack vom ersten Digimon Tri-Film ein. Und ja, mal schauen, wo ich den dann hinpacke. Dann geht's weiter. Schön glänzend mit der Serie, mit der Serie The Irregular at Magic High School, die ja in 5 Volumes rausgekommen ist, geht halt um Magie, ein bisschen so, ich glaube, das ist auch so ein bisschen zukunftsgestaltet. Hier könnt ihr es euch mal ein bisschen durchlesen, um was es geht. Ich liebe die Serie und ich liebe dieses Design. Dieses Schimmernde. Ich mag auch die Cover total gerne. Ich habe die Serie aber noch nicht fertig geschaut. Zum Beispiel, ich glaube, ich muss noch das 5. Volume schauen. Und dann habe ich die Serie auch beendet. Ich weiß nicht, warum ich es die ganze Zeit nicht schaue. Muss ich echt mal machen. Und dann, aber die Serie gefällt mir echt gut. Muss ich echt sagen. Ich weiß, dass es nicht für jeden was ist. Und ich habe auch von vielen gehört, dass sie langweilig ist. Aber für mich ist es absolut was, weil ich total auf Magie stehe. Und ja. Hier daneben haben wir die erste Doremi-Box. Ich liebe Doremi. Ich habe es schon als Kind geliebt. Und ich habe mir aber die anderen Boxen nicht geholt, weil ich damals das Geld nicht hatte. Und vor allem, wenn jetzt Staffel 3 und 4 natürlich nicht rauskommen, was KSM ja schon bestätigt hat, dann ja. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich mir die anderen Boxen noch hole oder nicht. Werde ich sehen. Ich bin da echt noch am Hadern. Ja, vielleicht, vielleicht nicht. Ich muss mal schauen. So, und dann kommen hier die restlichen Filme. Und zwar die Mediabooks von Hakuoki, Movie 1 und 2. Immer noch ungeschaut. Ich habe einfach Angst, dass sie mir nicht gefallen werden. Und deswegen habe ich sie bis jetzt noch nicht geschaut. Irgendwann werde ich es tun. Und dann stehen hier noch die anderen restlichen Mediabooks von meinen Naruto-Filmen. Ich muss schnell mal gucken. Der 4. Die Erben des Willen des Feuers hat mir sehr gut gefallen. Hier The Lost Tower. Ich muss gestehen, ich böses, böses Kind habe den immer noch nicht geschaut. Ich weiß nicht warum. Blood Prison fehlt mir noch, muss ich noch nachkaufen. Dann haben wir noch The Last. Hat mir auch sehr gut gefallen. Vor allem, weil ich Naruhina-Shipper bin, ne? Haben sich ja alle Naruhina-Fans sehr gefreut. Und dann noch das Mediabook von Boruto. Hat mir auch gut gefallen. Und muss sich halt daran gewöhnen, dass es was Neues und was anderes ist. Ja, dann war's das mit meinem KSM-Regal. Ich bin mal gespannt, wie viel es bei Kase wird. Ich zeige euch das Ganze nochmal im Überblick. So sieht das Ganze dann im Überblick aus. Es ist doch ziemlich viel zusammengekommen. Und ich habe auch wirklich 13 Minuten gebraucht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt genug gesehen. Ich habe genug gesagt. Ich habe probiert, ein bisschen was zu allem zu sagen. Wenn ihr gerne Wünsche, Anregungsvorschläge habt, sagt das wie immer. Und dann freut euch auf Teil 2, auf das Kase-Regal. Und ja, wir sind fertig. Vielen Dank, dass ihr es euch angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video.